Ja, willkommen zum Tabellendritten. Alex Maas bei mir, der Captain von Alemannia Lennersdorf, heute zu Gast hier in Huckum-Stammeln. Vom Ergebnis her zum Schluss, ne, 11 Tore, ist man schon fast in Lennersdorf gewohnt? Ja, momentan leider schon. Ne? Wir schießen zwar sehr viele Tore vorne, aber kriegen fast genauso viele. Und ja, wenn man 7-1 führt hier, dann muss man das Ding eigentlich nach Hause schaukeln. Ja, ich glaube, wir waren ein bisschen zu sicher, glaube ich, nach dem 7-1. Haben zwei, drei Gänge zurückgeschaltet, umgestellt, was nicht ganz gefruchtet hat. Aber gut, im Endeffekt 3 Punkte bei einem schwierigen Auswärtsspiel. Von daher muss man mit dem 7-4 im Endeffekt auch zufrieden sein. Ja, gehen wir mal in die ersten 20 Minuten. Mhm. 3-0, ne? Und Überraschung, überrascht damit dem Gegner? War das so besprochen in der Mannschaftsbesprechung? Oder ist das der Stil deiner Mannschaft, so die ersten 20 Minuten voll aufzudrehen? Ja, wir wollten schon von Anfang an Gas geben. Also das war ganz klar heute Devise, von der ersten Minute an offensiv zu spielen. Wir haben zum Glück die Seitenwahl gewonnen, hatten direkt den Ball und konnten direkt nach vorne umschalten. Was natürlich auch überragend funktioniert hat. Ne? Nach dem 1-0 erste Minute oder zweite Minute mit dem ersten Angriff, dann das 2-0, 3-0 in der ersten Viertelstunde, haben wir das Spiel dominiert. Aber genauso wie in der zweiten Halbzeit haben wir dann auch genauso gut nachgelassen. Haben den Gegner dann kommen lassen, waren ein bisschen schläfrig in den Aktionen, weniger Bewegung, waren halt ein bisschen ja, auch wieder zufrieden mit dem Ergebnis. Ne? Und das ist halt richtig gefährlich. Dann das 3-1, was dann gefallen ist, hat uns wieder so ein bisschen wachgerüttelt. Ja, und dann war klar die Devise, zweite Halbzeit, wir müssen auf das vierte gehen, weil wenn die das 3-2 machen, dann wird es gefährlich. Und zum Glück hat das auch dann in der zweiten Halbzeit gut geklappt. Eben selbst angesprochen, die Defensive ist so ein bisschen der große Punkt, wo man dran arbeiten muss für die nächsten Spiele. Mhm. Gibt es da Verletzungsprobleme oder Nachwuchsprobleme? Wie kann man das beziffern? Eigentlich nicht. Also vielleicht haben auch die Trainingsgegebenheiten dazu ein bisschen beigetragen natürlich. Ne? Dadurch, unser Flutlicht war kaputt, deshalb konnten wir nur auswärts trainieren, ein bisschen unregelmäßig trainieren. Aber das zieht sich schon so ein bisschen durch die ganze Saison. Wir kriegen im Schnitt 2-3 Gegentore, das ist definitiv zu viel. Woran es genau liegt, ist eine gute Frage. Ne? Also wie gesagt, wir haben es ja 70 Minuten lang sehr gut gemacht. Kriegen dann in den letzten 20 Minuten hier noch 3 richtig unnötige Gegentore, wo wir ins offene Messer dann laufen bei einer 7-1-Führung. Hatten wir in den letzten Saisons nicht das Problem. Woran es liegt, gute Frage. Aber wir werden daran arbeiten, dass es demnächst nicht nur über 70 Minuten lang klappt, sondern über 90. 10 Spiele, 20 Punkte, Platz 3, sag ich mal, richtig gefestigt. Wir haben uns mehr vorgenommen, muss man ganz ehrlich sagen. Wir hatten 2 unnötige Unentschieden Anfang der Saison. Wenn wir die nicht haben, dann sind wir weiter oben dran. Ich sag mal, wir sind in unserem Ziel drin. Also wir haben gesagt, wir wollen besser werden als letztes Jahr. Das ist Stand jetzt so. Von daher sind wir jetzt nicht unzufrieden, aber es wäre mehr drin gewesen, sagen wir jetzt schon. Aber Platz 3 kann man durchaus mit zufrieden sein, auf jeden Fall. Alex Maas, Captain von Alemannia Lennersdorf. Dankeschön. Viel Glück für die nächsten Spiele. Danke. Danke.